Willkommen zum Webinar zur Erdbebenberechnung. Mein Name ist Daniel Gass. Ihre Fragen können Sie über das Chatfenster auf der linken Seite Ihres Bildschirms stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss so schnell wie möglich antworten. Ich habe auch heute wieder ein Beispiel vorbereitet. Das Modell entspricht den gleichen Grundsätzen wie für eine statische Berechnung. Das Einzige, wo ich etwas vorsichtiger sein muss, sind die Gelenkdefinitionen, die in vielen Fällen einen wesentlich größeren Einfluss haben auf das horizontale Tragverhalten als auf das vertikale Tragverhalten. Im ersten Schritt erstelle ich eine benutzerdefinierte Lastkombination. So. Sie sehen hier, ich habe das Lastsystem sehr einfach gewählt. Es gibt nur in Anführungsstrichen einen Eigengewichtslastfall, die Auf- und Nutzlasten. Ich gebe der ganzen Geschichte einen Namen. Wie ich das benenne, spielt keine Rolle. Ich würde Ihnen aber empfehlen, immer den gleichen Namen zu verwenden für alle Modelle, damit Sie das später einfacher nachvollziehen können. Der Typ ist grundsätzlich auch nicht entscheidend. Er dient ausschließlich zur Gruppierung von mehreren Lastkombinationen. Technisch korrekt ist es eine benutzerdefinierte Kombination. Wir berücksichtigen die ständigen Lasten mit dem Faktor 1, die veränderlichen Lasten mit dem Faktor Psi 2. Für Nutzlasten in Wohn- und Bürobauten ist das mit 0,3 festgelegt, sowohl nach SIA als auch nach Eurocode. Was wir hier vernachlässigen, das heißt Lastfälle, denen wir den Lastfall 0 zuordnen, sind Lastfälle, die nicht durch eine Masse verursacht werden. Wir werden anhand dieser Lastfälle die Massen für die Schwingungsberechnung ermitteln. Im nächsten Schritt muss ich noch das FE-Netz generieren. Hier gibt es auch einen gewissen Unterschied zur statischen Berechnung. Für die Erdbebenberechnung möchte ich in vielen Fällen die Wände etwas feiner vermascht haben, als es für die Statik unbedingt nötig ist. Am einfachsten kann ich das erreichen über die Suchfunktion unten links. Ich klicke auf den Stern, um eine Auswahl zu treffen. Und wähle Wände aus. Damit werden alle Wände markiert und ich kann ein Netz erzeugen, wie erwähnt, mit einer etwas reduzierten Maschenweite. In vielen Fällen macht das Sinn. Im zweiten Schritt kann ich das ganze Modell auswählen, eine etwas größere Maschenweite eingeben und ich erzeuge das Netz nur für noch nicht vernetzte Bereiche. Damit bleibt eben das Netz der Wände erhalten. In einem praktischen Projekt würde ich Ihnen immer empfehlen, zuerst eine statische Berechnung durchzuführen,
um zu prüfen, ob sich das Modell so verhält, wie es sollte, oder ob es irgendwo zu einem Modellierungsunfall gekommen ist. Anschließend kann ich die Eigenschwingungen berechnen. Ich wähle die Lastkombination aus, die ich gerade definiert habe, und ich deaktiviere die Schwingungsberechnung für den Lastfall, der standardmäßig aktiviert ist. Wenn ich das nicht mache, werden zwei Schwingungsberechnungen nacheinander durchgeführt, was am Ende doppelt so lange dauert. Ich definiere auch eine Steifigkeitsreduktion. AC, die Querschnittsfläche, kontrolliert damit die Dehnsteifigkeit, das heißt im Wesentlichen die Vertikalsteifigkeit der Wände. Die, über die Schubquerschnittsfläche kann ich die Horizontalsteifigkeit reduzieren. Die Biegesteifigkeit der Wände bezieht sich nicht auf die Biegesteifigkeit eines fiktiven Ersatzstabs. Es ist die Plattenbiegung der Wände, die wir mit 1 unverändert lassen können. Wo die Biegesteifigkeit eine Rolle spielen kann, ist bei den Deckenplatten. Eine reduzierte Biegesteifigkeit der Decken führt zu einer verminderten Koppelung der Wände und damit einer geringeren Rahmenwirkung. Ich deaktiviere die Massenkomponente MZ, weil ich ausschließlich horizontale Schwingungen berücksichtigen möchte. Diese Maßnahme reduziert die Anzahl benötigter Eigenformen. Die Norm legt fest, wir sollen mindestens so viele Eigenformen berücksichtigen, dass die Summe der modalen Massen mindestens 90% der Summe der realen Massen beträgt. Berechnen wir die vertikalen Schwingungen, benötigen wir wesentlich mehr als die voreingestellten 9 Schwingungsformen. Schließlich lege ich noch den Einspannhorizont fest über die Berücksichtigung der Massen. Ich kann nur Massen über einem bestimmten Geschoss berücksichtigen. Ich wähle hier das Erdgeschoss. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich zuerst die Geschosse definiert habe. Ist das nicht erfolgt, kann ich auch die Massen über einer bestimmten Höhe berücksichtigen und hier sollte ich eine Z-Koordinate wählen, die größer ist als mein Einspannhorizont, das heißt größer als die Koordinate der Untergeschossdecke, um zu vermeiden, dass das Eigengewicht und die Lasten auf die Untergeschossdecke mitgerechnet werden. Ich kann jetzt die Schwingungsberechnung durchführen. Die Schwingungsberechnung ist eine iterative Berechnung und wird deshalb etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen als eine lineare statische Berechnung. Allerdings sollte das in diesem Fall auch keine Ewigkeit dauern. Die größten Rechenzeiten liegen immer noch im Bereich von ein paar Minuten. Das heißt, wir erhalten hier relativ schnell Ergebnisse.
So. Ja, wenn man auf Ergebnisse wartet, dauert es immer unangenehm lange. Ich weiß das. Geht mir auch nicht anders als Ihnen. So. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich arbeite im Moment auf einem Laptop, der nicht die allergrößte Rechenleistung besitzt. Sie werden auf einem, ich sag mal, normalen Büro-PC diese Berechnung wesentlich schneller als in 1,5 Minuten durchführen können. Das erste, was ich tue nach der Schwingungsberechnung, ich betrachte das verformte Modell und möchte hier insbesondere zwei Dinge prüfen. Ich vergrößere noch die Überhöhung, um die Auslenkung besser sehen zu können. Das erste, was ich verhindern möchte, ist, dass das Gebäude als Starrkörper auf dem Auflager schwingt. Das ist hier klar nicht der Fall. Die Verformungen finden hauptsächlich im Gebäude statt und das bleibt bei allen Eigenformen gleich. Diese Auflagerschwingungen haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie einen sehr hohen modalen Massenanteil liefern, aber am Ende die Erdbebenlasten deutlich unterschätzen werden. Das zweite, was ich hier prüfe, ich gehe nochmal die Eigenformen durch, sind die Verformungen im Untergeschoss, das heißt unter dem Einspannhorizont. Diese sind hier sehr klein. Sobald wir über dem Einspannhorizont sind, treten deutliche Verformungen auf. Damit kann ich bestätigen, meine Annahme vom Einspannhorizont war richtig. Als nächstes öffne ich die Tabellen und ich komme hier automatisch in die Tabelle Massenanteil der Eigenformen. Hier sehen wir eben die modalen Massenanteile der einzelnen Eigenformen. Und wenn ich das Ganze etwas breiter mache, auch die Summen. Ich möchte in beiden Richtungen über 90% bleiben. Das heißt, sechs Eigenformen hätten grundsätzlich genügt, um das Schwingungsverhalten ausreichend genau abzubilden. In der letzten Spalte kann ich die nicht benötigten Eigenformen deaktivieren. Damit werden für diese Eigenformen keine Erdbebenlasten ermittelt. Noch ein Hinweis, die Massenanteile der einzelnen Eigenformen finden Sie auch im Infofenster, genauso wie die Summe über alle berücksichtigten Eigenformen. Ich gehe jetzt zurück zu den Lasten und erzeuge einen Erdbebenlastfall. In diesem Erdbebenlastfall kann ich eben die Erdbebenlasten definieren. Dafür muss ich das Modell zuerst einmal speichern.
und kann jetzt meine Erdbebenparameter angeben. Ich definiere den Bemessungswert der horizontalen Bodenbeschleunigung, den Verhaltensbeiwert Q. Den Verhaltensbeiwert definiere ich zweimal, einmal Q für die Reduktion des Bemessungsspektrums, das heißt im Wesentlichen die Reduktion der Erdbebenlasten, QD für die Vergrößerung der Verformungen, weil wir eben ein inelastisches Verhalten annehmen. Dann wähle ich noch die Baugrundklasse und definiere den Bedeutungsfaktor. Nach SIA ist der Bedeutungsfaktor direkt abhängig von der Bauwerksklasse. Nach Eurocode ist er abhängig von der Bauwerksklasse und der Schadensfolgeklasse. Vertikal kann ich genau das Gleiche auch tun, wenn ich die vertikalen Schwingungen gerechnet habe. In diesem Fall würde ich keine Erdbebenlasten erhalten, weil wir keine vertikalen Schwingungsergebnisse haben. Ich kann die Richtung der Erdbebeneinwirkung noch drehen, falls mein Grundriss verdreht im Modell eingegeben ist, und ich kann die Geschosse für die Erdbebenberechnung definieren. Diese werden aus der gewöhnlichen Geschossdefinition übernommen. Was ich hier noch anpassen sollte, ich lösche das Untergeschoss. Die unterste Kote sollte immer dem Einspannhorizont entsprechen. Hier aktiviere ich auch die Berücksichtigung der Torsion infolge zufälliger Exzentrizität, das heißt die Verschiebung um 5% der Gebäudebreite nach links und rechts der Erdbebenlasten. In den Kombinationsmethoden kann ich noch etwas in die Berechnung eingreifen. Die Voreinstellung entspricht der jeweils gewählten Norm. Ich erhalte noch einen Hinweis. Die Summe der modalen Massen in Z-Richtung ist 0. Hier geht es ausschließlich darum, dass ich nicht vergesse, das zu überprüfen, dass wir keine modale Masse in Z-Richtung haben, wussten wir schon vorher. Wir haben in der Richtung nicht gerechnet. Und jetzt kann ich, sobald das Modell gespeichert ist, die statische Berechnung durchführen unter Berücksichtigung der Erdbebenlasten. Wenn ich eine Steifigkeitsreduktion definiert habe bei der Schwingungsberechnung, so wie das hier der Fall ist, dann werden zwei statische Berechnungen nacheinander durchgeführt. Einmal mit der ursprünglichen unreduzierten Steifigkeit für alle statischen Lastkombinationen, das heißt Tragfähigkeits- und Gebrauchskombinationen. Und in einem zweiten Schritt wird die Erdbebenberechnung durchgeführt, unter Berücksichtigung der definierten Steifigkeitsreduktion. Gut. Dass zwei Berechnungsdurchgänge durchgeführt werden, verdoppelt logischerweise die Rechenzeit, allerdings die Rechenzeiten für die statische Berechnung
sind tendenziell eher geringer zu erwarten als für die Schwingungsberechnung. Wir sehen es hier, die Schwingungsberechnung hat etwa 1,5 Minuten gedauert, die statische Berechnung etwa 1 Minute. Bei größeren Modellen wird dieser Unterschied ebenfalls größer. Das heißt, die statische Berechnung wird mit zunehmender Größe des Modells weniger eingebremst oder wird bei kleineren Modellen stärker beschleunigt. Gut, das sollte jetzt auch jeden Moment abgeschlossen sein und dann können wir uns auch die Ergebnisse anschauen. So. Die Berechnung an sich ist bereits abgeschlossen. Was noch am Ende immer noch einen Moment dauert, ist das Speichern der Ergebnisse. Als allererstes Ergebnis betrachte ich die Massen- und Schubmittelpunkte. Die Massenmittelpunkte werden mit diesen schwarzen, die Schubmittelpunkte oder Steifigkeitszentren der Geschosse mit den roten Punkten gekennzeichnet. Beachten Sie hier, diese Punkte werden nicht für die Berechnung verwendet. Die tatsächliche Exzentrizität, das heißt der Abstand zwischen diesen Punkten, wird berücksichtigt durch das 3D-Modell. Wir müssen das nicht künstlich in die Berechnung einbringen. Diese Punkte dienen ausschließlich der Kontrolle. Nachdem das gesagt ist, hauptsächlich die Massenmittelpunkte sind dafür praktisch. Für mich sieht das soweit ganz gut aus. Vermutlich habe ich nichts Wesentliches falsch gemacht, wenn diese Massenmittelpunkte am richtigen Ort sind. Die Schubmittelpunkte kann ich zwar berechnen, allerdings kann ich nicht gefühlsmäßig abschätzen, wo sie liegen. Wenn Sie das können, dann sind sicher auch die Schubmittelpunkte spannend, um die Berechnung qualitativ zu plausibilisieren. In den Darstellungsoptionen habe ich die Möglichkeit, unter der Beschriftung die Schwerpunkte und Schubmittelpunkte auszublenden. Als nächstes möchte ich die Verformung betrachten. Ich wähle hier eine horizontale Verformung im maßgebenden Grenzwert. So, und stelle das auch dar. Die Ergebnisbeschriftung brauchen wir nicht. Und ich sehe hier eine maximale horizontale Auslenkung von minus 1,8 mm. Ich sollte vermutlich den minimalen Grenzwert betrachten. Hier erhalte ich 2 mm, auch nicht wahnsinnig viel. Was mir aber auffällt, die Lastkombination, die dieses Ergebnis erzeugt, enthält keine
Erdbebenlast. Das heißt, diese Lastkombination ist eine rein statische Verformung. Ich öffne die Darstellungsparameter und hier sehen wir auch gleich, warum das so ist. Verformungen werden als Standard auf quasi ständigem Gebrauchsniveau dargestellt, die Erdbebeneinwirkung als außergewöhnliche Einwirkung ist in Gebrauchskombinationen aber nicht enthalten. Wenn ich Verformungen infolge Erdbeben betrachten will, wähle ich benutzerdefinierte Kombinationen und kann hier die Bemessungssituation Erdbeben explizit anwählen. So. Und wir sehen schon, dass sich das Bild ändert und auch das Ergebnis. Zum einen enthält die maßgebende Kombination jetzt einen Erdbebenlastfall, in dem Fall eher 2-, und die betragsmäßig größte Verformung ist jetzt bei 23 mm, nicht mehr bei 2 mm. Für alle anderen Ergebnisse, Schnittkräfte, Spannungen, Auflagerreaktionen, kann ich mit den automatischen Kombinationen arbeiten. Alle Nicht-Verformungsergebnisse werden auf Tragfähigkeitsniveau dargestellt und enthalten somit auch die Erdbebenlast. Im Moment betrachte ich NY, die vertikale Normalkraft in den Wänden. NX ist die horizontale Normalkraft für die Wände. Das ist aber nicht die Horizontalkraft in den Wänden. Es ist quasi ein Querdruck oder Querzug, je nachdem, der sich in den Wänden einstellt. Die Horizontalkraft ist die Scheibenquerkraft NXY. Um die Ansicht ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, kann ich wieder die Suchfunktion verwenden. Ich suche nochmal nach den Wänden und stelle nur selektierte Elemente dar. In einem zweiten Schritt suche ich nach Wänden in Beton und stelle nur diese eingeschränkte Ansicht dar. Wenn ich die Horizontalkräfte jetzt auswerten möchte, ist diese Verteilung über die Fläche dieser Schubkräfte nicht unbedingt extrem aussagekräftig. Was wir hier allerdings sehen, ist mehr oder weniger, wie sich die Spannungsfelder ausbilden. Von daher kann es von einem gewissen Interesse sein. Die Kräfte selbst werte ich aber einfacher mit einem virtuellen Stab aus. Ich gebe dem einen Namen und wähle die Bereiche, die ich für den virtuellen Stab verwenden will. Und Sie sehen, ich kann hier den ganzen Treppenhauskern an einem Stück auswählen. Die Achse möchte ich in der Mittellinie
festlegen. Damit wird für jeden Querschnitt dieses virtuellen Stabs der Schwerpunkt ermittelt. Die Verbindungslinie aller dieser Schwerpunkte ist die virtuelle Stabachse, die wir hier in Braun sehen. Die Achse von diesem virtuellen Stab verspringt überall da, wo sich der Querschnitt ändert, das heißt da, wo eben die Türen in den Wänden drin sind. Wenn ich das nicht möchte, habe ich die Möglichkeit, die Achse zum Beispiel über zwei Punkte festzulegen, dann bekomme ich eine einzige gerade Linie. Allerdings muss ich daran denken, dass sich das Biegemoment des virtuellen Stabs immer auf die Stabachse bezieht. Gut. Nachdem ich Biegemoment gesagt habe, sobald ein virtueller Stab definiert ist, erhalte ich die Verschiebungen und Schnittkräfte von diesem virtuellen Stab. Zuerst einmal die Normalkraft. Wir sehen hier sehr deutlich, die Normalkraft im Erdgeschoss ist größer als im Untergeschoss. Hier kommt es zu Kraftumlagerungen von diesem Treppenhauskern auf andere Wände. Und hier erhalte ich auch die Schubkräfte. Das ist die Horizontalkraft im Treppenhauskern, natürlich auch in der anderen Richtung. Und genau gleich erhalte ich die Biegemomente in beiden Richtungen. Das Torsionsmoment wird auch ermittelt, ist aber meistens nicht das spannendste Ergebnis. Genau wie beim richtigen Stab kann ich den virtuellen Stab anklicken und erhalte eine Zusammenstellung aller Schnittkräfte bzw. aller Verformungen. Hier wird die Stabachse wie gewohnt immer horizontal dargestellt. Das heißt, was unten ist von diesem Treppenhaus, ist jetzt auf der linken Seite, oben ist die rechte Seite. Gut, dann öffne ich noch die Tabellen. Hier erhalte ich auch ein weiteres Ergebnis unter dem Titel Seismische Empfindlichkeit der Geschosse. Wenn Sie nach Eurocode rechnen, gibt es diesen seismischen Empfindlichkeitsfaktor. Das heißt, er wird immer ausgegeben, auch nach SIA, aber nach SIA spielt er keine Rolle. Der seismische Empfindlichkeitsfaktor beurteilt den Einfluss zweiter Ordnung, das heißt den Einfluss der Verformungen infolge Erdbeben auf die Schnittkräfte. Ist dieser Faktor kleiner als 0,1, dürfen wir das Antwortspektrenverfahren ohne Anpassung so verwenden, bis zu einem Faktor 0,2. Müssen wir bei der Bemessung die Erdbebenlasten etwas vergrößern. Allerdings ist das für uns etwas weniger spannend. Im ganzen deutschsprachigen Raum gilt, der Faktor wird in nahezu allen Fällen kleiner sein als 0,1. Dafür sind unsere Erdbebeneinwirkungen nicht groß genug. Was wir hier aber finden, sind die
totalen Horizontalkräfte in den jeweiligen Geschossen. Das kann für uns spannend werden. Beachten Sie, es ist die Horizontalkraft, nicht die Erdbebenlast. Das heißt, es ist die Erdbebenlast in diesem Geschoss und allen Geschossen darüber. Wenn ich die Erdbebenlast für sich im einzelnen Geschoss haben möchte, ziehe ich den Wert vom Geschoss darüber ab. Sie können die Tabelle wie alle Tabellen kopieren, in Excel beispielsweise einfügen und diese Differenzen sehr schnell ermitteln. Wir erhalten hier auch eine maximale Bemessungsverschiebung zwischen den Geschossen, die wir für den Nachweis der Geschossschiefstellung bei Gebäuden der Bauwerksklasse 3 verwenden können. Beziehungsweise, ich muss es richtig sagen, Bauwerksklasse 3 nach SIA respektive Bauwerksklasse 4 nach Eurocode. Die Bauwerksklassen sind jeweils um 1 verschoben. Dann möchte ich noch die Bemessung durchführen. Wir haben in diesem Fall eine nicht duktile Berechnung gemacht. Das heißt, wir haben einen Verhaltensbeiwert von 1,5, was kleiner ist als 2. Das ist der Grenzwert, verwendet. Wenn wir eine nicht duktile Berechnung durchführen, dürfen wir auch eine nicht duktile Bemessung verwenden. Das heißt, wir können eine ganz gewöhnliche Bemessung durchführen, wie wir uns das gewohnt sind. Ich lege die Bewährungsparameter fest nach den gleichen Kriterien, wie ich das für die Statik auch machen würde. Hier noch einzig der Hinweis, dieser Faktor für die Erdbebenlasten, das wäre eben die Vergrößerung der Erdbebenlasten, falls die seismische Empfindlichkeit zwischen 0,1 und 0,2 liegen würde. Alles andere entspricht exakt dem, was ich auch für die Statik machen würde. Und sobald das bemessen ist, erhalte ich die erforderlichen Bewährungsgehalte in dieser Band, horizontal und vertikal. Vorher erhalte ich noch eine Meldung. Einmal, dass an 4 Knoten Druckbewährung angesetzt wurde, finde ich nicht sehr überraschend, dass das an einzelnen Knotenpunkten der Fall ist. Ich könnte mir hier anschauen, wo das genau war, diese Knoten suchen und dann entscheiden, ob ich das haben möchte oder nicht. Dramatischer ist der Fehler an 2 Punkten, beziehungsweise letztendlich ist es nur einer, aber an 2 in 2 Netzmaschen konnte die Bewährungsbemessung nicht durchgeführt werden. In diesem Fall sind die Betondruckdiagonalen nicht genügend. Wir sehen hier mit dieser roten Markierung, wo das ist. Das ist der Eckpunkt dieser Wand, was mich nicht sehr erstaunt. Hier erhalten wir eine elastische Schnittkraftspitze, die vermutlich eben dazu führt, dass hier die Bewährungsbemessung fehlschlägt. Ich kann das weitgehend vernachlässigen. Was wir aktuell betrachten, ist die Bewährung
die untere Bewährung in x-Richtung, x, y unten und oben bezieht sich auf das lokale Koordinatensystem. Ich kann das hier unten rechts einblenden. Die rote x-Achse, wenn man genau hinschaut, gibt es einen kleinen Pfeil, um das zu markieren. Das ist die erste Achse. Die rote x-Achse ist bei Wänden als Standard horizontal. Wir betrachten also eine horizontale Bewährung. Unten heißt auf der Seite der negativen lokalen z-Koordinaten, die z-Achse ist grün. Wir betrachten im Moment also die horizontale Bewährung auf der Rückseite der Wand, so wie wir es hier anschauen. Ich erhalte natürlich alle vier Bewährungslagen und kann mir die obere Bewährung auf der Vorderseite in Y-Richtung stehend ebenfalls anzeigen. Möchte ich alle Bewährungslagen gleichzeitig sehen, kann ich entweder über das Menüfenster die Arbeitsfläche aufteilen und jede Ansicht individuell einrichten, oder ich kann das Plugin Bewährungsfenster verwenden und kann hier automatisch zum Beispiel alle Bewährungslagen darstellen lassen. Hier dauert es einen Moment, weil für zwei der Bewährungslagen das Ergebnis noch nicht aufbereitet ist. Und eben zuerst zusammengestellt werden muss. Und jetzt sehen wir die Bewährungslagen in allen vier Richtungen gleichzeitig am Bildschirm dargestellt. Es gibt natürlich zur ganzen Erdbebenberechnung noch weitere Dinge zu erwähnen. Spezialitäten, Ausnahmen und Sonderfälle, die wir in einer Dreiviertelstunde im Webinar nicht besprochen haben. Wenn Sie weitere Informationen möchten zur Erdbebenberechnung, finden Sie bei uns auf der Homepage das Erdbebentraining zu AXIS VM, wo Sie sich auch direkt anmelden können. Wie gewohnt werden Sie auch dieses Webinar wieder auf unserem YouTube-Kanal finden, wo wir uns immer über Ihre Bewertung und oder Kommentare freuen. Sie können unseren Kanal auch abonnieren und sich benachrichtigen lassen, wenn neue Videos erscheinen. Das nächste Webinar findet statt, nicht wie es hier auf der Folie falsch steht, Ende April. Ich öffne gerade schnell einen Kalender am 26. April, wieder um 11.15 Uhr. Das Thema habe ich leider im Moment nicht mehr in Erinnerung, aber wir werden Sie wie üblich per E-Mail informieren und das auch auf unserer Homepage vermerken. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.